Hallo und herzlich willkommen hier aus dem 100 Sorten Tomatengewächshaus. Lange haben wir drauf gewartet, es war genug Arbeit, bis wir jetzt hier sitzen können und endlich ernten können. Gut, ernten tun wir eigentlich schon seit 2-3 Wochen, aber heute kommt das erste Ernte- und Verkostungsvideo, denn wir haben, wie gesagt, hier 106 Sorten drin und die wollen ja alle probiert werden. Heute werden wir so, sagen wir mal 10? Ja, 10. 10 Sorten probieren, einfach rauswählen, was gerade reif ist. Reif sind sie fast alle, aber die sind natürlich jetzt auch schon bei Marcel teilweise Hofladen, im Verkauf. Und deshalb werden wir mal gucken, was gerade besonders reif ist, was schön aussieht. Und das ist dann eins von einigen Videos, die da kommen werden, wo wir einfach die Tomaten verkosten werden, unseren Senf dazu abgeben. Taugt die Sorte was? Taugt sie eher weniger? Bitte denkt dran, auch wenn die Sorte hier besonders gut schmeckt oder uns gar nicht schmeckt. Erstmal, Geschmäcker sind verschieden, und zum anderen, eine Tomate, die unter verschiedenen Gegebenheiten aufwächst, anderer Boden, mehr oder weniger Wasser, die schmeckt auch anders. Oder, Marcel? Das ist richtig, ja. Boden hat einen Einfluss, die Düngung hat einen Einfluss. Direktes, also ist jetzt Freiland oder steht es im Gewächshaus, hat alles ein bisschen Einfluss darauf. Aber so eine Grundtendenz, denke ich, kann man pro Tomatensorte festhalten. Also ich denke mal, eine, die hier komplett durchfällt, die wird auch unter allerbesten Bedingungen wahrscheinlich nicht so der Star werden. Heinrich, eins ist uns ja schon aufgefallen jetzt bei diesem Projekt. Also ganz viele Sachen sind uns aufgefallen, aber mit dem Samen tauschen ist nicht immer das Ideale, ne? Nee, da weiß man nicht, was rauskommt. Also zum Teil sind immer drei Pflanzen pro Sorte. Dann sind halt drei verschiedene Pflanzen mit drei verschiedenen Früchten. Das ist so ein bisschen der Nachteil bei der Sache. Und das andere ist für die Bepflanzung von so einem Gewächshaus. Wenn wir so ein Projekt nochmal machen, bestimmt mit einem anderen Thema, dann werden wir aber darauf achten, dass man pro Reihe immer eine Sorte Tomaten hat, oder? Entweder eine Sorte oder, wenn man es vorher weiß, dann wenigstens gleichwüchsige. Ne? Also wir haben jetzt hier manchmal in einer Reihe haben wir eine Sorte, die ist gerade mal so 70, 80 Zentimeter hoch, und eine andere, die hat schon 3,5, 4 Meter. Ne? Die San Viva, ich denke mal 3 Meter, 3,5 Meter hatte ich schon. Die San Viva, die werden wir auf jeden Fall heute auch mal probieren. Ein Stück. Genau wie diese hier. Und ich würde sagen, wir ernten jetzt eine Runde. Thank you.
uns jetzt für 10 Sorten entschieden. Die Namen hatte ich ja eben schon eingeblendet. Und jetzt erzählen wir ein bisschen was dazu. Dann schneiden wir die alle mal auf und dann probieren wir sie. So, fangen wir an mit der kleinen gelben hier. Das ist die Sanviva, die Open Source Tomate. Sehr, sehr wüchsige Pflanze. Hätten wir die nicht umgehängt, die wäre schon 2 Meter aus dem Gewächshaus rausgewachsen. Ne? So 4-5 Meter kann schon hinhauen. Ja, so vier Meter schon, ja. Aber bis zum Ende der Saison? Das wird die wahrscheinlich 6-7 Meter haben. Oh Gott. Also nächstes Jahr vielleicht auch mal im Freiland versuchen, ne? Im Freiland wird es ein bisschen gestauchter wachsen, denke ich mal. Dann geht es vielleicht besser. Ist ja eine sehr tolerante, also krautvolle, tolerante Sorte. Werden wir testen. Geschmack ist gut, also war jetzt noch ein bisschen sauer, aber das, ich denke mal, das liegt an dem nicht ganz reifen Zustand. Wir hatten schon viel süßere, ne? Richtig, ja. Ja, haben wir ja schon mal gegessen. Also das ist wirklich eine sehr süße Cocktailtomate, die aber trotzdem noch Säure hat. So würde ich die jetzt beschreiben. Fest, die Schale jetzt nicht unangenehm hart. Nee, wobei dieses Jahr insgesamt die Schalen, habe ich den Eindruck, etwas fester sind als sonst. Ich denke mal, das hängt mit dem heißen Wetter zusammen. Diese Sorte hier, wie heißt die? Das ist die White Purple. White Purple macht ihrem Namen so halb Ehre. Ja gut, weiße Tomaten sind die wirklich weiß. Ja, Yellow Purple. Yellow Purple wird besser passen. Die Pflanzen sind nicht ganz so groß, also oder? 2 Meter, würde ich sagen. Hängen aber auch ganz gut voll, oder? Ja, sind einige dran. Also das ist wohl die Tomate mit dem am wenigsten nach Tomaten schmeckenden, aber trotzdem guten Geschmack. Sag mal. Ja, da ist irgendwie ein ganz eigenes Aroma drin. Also ich glaube, in der Blindverkostung käme man nicht unbedingt auf Tomate. Schmeckt gut, aber jetzt nicht direkt nach Tomate. Ne? Wie? Also, ja, sie hat ein bisschen was von der Johannisbeertomate. Nur nicht ganz so intensiv. Also die Johannisbeertomate schmeckt ja auch nicht unbedingt nach Tomate. Nochmal. Ihr stellt euch gerade vor, ihr esst gerade eine Physalis. Passt das? Nee. Aber auch keine Tomate so richtig. Lustig. Aber nicht schlecht. Ja, das stimmt. Dann haben wir hier die polnische Sorte mit dem unaussprechlichen Namen, den ich jetzt, glaube ich, einblenden werde. Das wäre gut. Mega Kozula irgendwie. Kozula, irgend sowas. Das ist diese Multiflora-Sorte. Hunderte kleine Früchte. Birnenförmig? Das ist nicht ganz birnenförmig, oder? Ja, am ehesten birnenförmig. Die ersten, die wir probiert hatten, waren nicht so gut, ne? Die waren, glaube ich, noch nicht so ganz reif, ja. Aber die wirklich, für die Menge, die da dran kommen, könnte ich sehen lassen. Ist eine Empfehlung. Schade, dass die nicht alle gleichzeitig reif werden. Das wäre bestimmt gut hier im Verkauf, wenn du so eine ganze Traube da hinlegen könntest. Ja, ich glaube, also die erste Rispe wird immer noch Früchte reifen lassen, wenn die letzte auch schon reif ist. Also das ist Wahnsinn. Das geht irgendwie immer weiter mit denen. Da sind wirklich Hunderte an einer Rispe. Dann haben wir diese süßen, kleinen, sehr interessant ausschauenden Tomaten der Sorte. Petit Chocolat. Petit Chocolat. Ob die ihrem, na also Petit stimmt schon mal, soll so vom Aussehen her die kleinste Fleischtomate der Welt sein. Genau. Ob Chocolat stimmt, also müsste ja dann süß sein, werden wir gleich sehen. Oder von der Farbe her, geht ins Bräunliche über. Ich denke, die ist eigentlich ein bisschen bräunlich, also es wird von der Farbe kommen, der Name. War das die vielleicht noch nicht ganz reif war? Sonst nehmen wir noch mal eine richtig rote. Die war jetzt anders. Die war anders, ja. So, dann haben wir hier die Auria. Den Beinamen, den hatten wir schon mal erwähnt. Da kriegen wir wieder Ärger mit YouTube. Also denkt euch selber, wie dieser Beiname heißen könnte. Hängt ganz gut voll, oder? Ja, aber auch viel Blütenendfäul, also die ist auch schon was anfällig dafür. Okay. Und die fallen gerne ab, also wenn man da falsch gegenkommt, dann liegen die direkt auf der Erde. Ich sag's mal so, ich habe schon mal bessere San Marzanos gegessen. Ja, es ist ein San Marzano-Typ. Ich glaube, die ist, also wenn man so kocht, kommt das Aroma besser raus. Also die Roma und San Marzano sind eigentlich mehr so Kochtomaten.
Und die können, wenn dann gekocht sind, richtig super schmecken. Bis jetzt unser Favorit, probiert haben wir die ja schon alle mal, das ist die... Das ist die Blush oder auch Blush Tiger. Ist die so, wie sie beschrieben ist? Bis jetzt eigentlich ja. Marcel hat die auch, bei ihm sind ein paar mehr dran. Wie nennt man diese Form hier? Das ist, würde ich als Mini-Samazano bezeichnen. Ne? Hat hier so eine Marmorierung da drauf. Ja, das ist ja die Blush Tiger, also die Streifen. Daher kommt das. War bis jetzt meine Lieblingstomate. Und ist es immer noch bis jetzt. Also wirklich, na gut, das sind Geschmäcker, das kannst du ja nicht alles so beschreiben. Das ist ja wie beim Wein, ich sag jetzt mal die Spinnerei, wenn Leute da sagen, oh, der schmeckt nach Lakritz oder nach Brathuhn, keine Ahnung, kannst du bei einer Tomate ja schlecht machen. Ja. Aber da hast du noch so Nuancen drin in dem Geschmack. Irgendjemand von euch das beschreiben kann? Nee, nicht so richtig. Muss man probieren. Auf jeden Fall fürs nächste Jahr wieder, ne? Das ist nicht schlecht, die werden wir nochmal machen, ja. So, dann haben wir diese drei hier. Wie heißt die Sorte? Das ist die Sorte Pitanga. So eine faltige Fleischtomate, Ochsnetztomate. Also vom Gewicht her würde ich sagen... Die wird hohl sein. Die ist hohl bestimmt, ja. Sehen wir gleich beim Aufschneiden. Kann gut sein. Da sind dann meistens so Tomaten zum Füllen. Ja, zum Füllen. Klar. Total flach, der Geschmack. Flach. Der erste Bissen geht noch und dann wird es immer flacher. Und auch so leicht mehlig. Ne? Keine Säure, keine Süße. Ziemlich neutral, eher so säuerlich, also mehlig auch. Das heißt aber jetzt erstmal nichts, wie gesagt, vielleicht gefüllt. Ich denke, zum Füllen bestimmt gut geeignet. Und wenn die dann quasi ausgebacken ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass sich da noch ein bisschen mehr Aroma entwickelt. Hier haben wir zwei Exemplare, eins wahrscheinlich noch unreif, das schon eher, das ist die. Das ist die Pfirsichstomate, ist auch so behaart. Und normal wird sie noch dunkelrot, aber die ist schon was weicher, also kann man schon essen. Ja, kommt auf die Sorte an, ne? Also nicht dunkelrot, glaube ich nicht. Ein bisschen einfärben wird sie sich noch, aber dunkelrot glaube ich nicht. Es kann sein, dass die noch nicht ganz reif ist. Mhm. Also im Vergleich zu den anderen, wobei die ja viel größer sind, finde ich die relativ geschmacksneutral. Wobei die ja noch nicht ganz reif ist. Sie hätte noch ein paar Tage hängen können. Ja, ich finde also wenn man die Haare auf der Zunge hat, so ein bisschen bitter geschmeckt hat. Das Fruchtfleisch selber ist gut. Also du hast die Haare wirklich geschmeckt? Ich habe die ein bisschen gerade gespürt und ich habe das ein bisschen als bitter empfunden, ja. Dann haben wir zwei große. Das eine, das ist nicht die Prinz Czerny, auch nicht die Rosa Oma von dir, sondern... Nee, das ist die Lila Sari. Lila Sari. Ja, das ist so eine bräunlich-rote Fleischtomate. Ist oben ein bisschen so, ja, so lila angehaucht. Okay, also bei der, ich würde jetzt sagen, also mir schmeckt die gut. Sauer. Nicht wirklich sauer, also säuerlich. Ist auch süß. Erfrischend. Auch süß gleichzeitig, also sehr angenehm. Hm? Perfekt für Salate, ne? Mit Sicherheit, ja. Heinrich, wie schmeckt die? Ich finde die auch gut, ja. Ziemlich süß, würde ich sagen, für mich. Und ziemlich auch weich, also nicht so knackig wie andere Sorten. Ja gut, aber jetzt... Ist ja kein Nachteil. So. Weich? Mir schmeckt sie gut. Also, aber von der Konsistenz mehlig ist sie nicht? Nee, nicht mehlig. Eher so zart schmelzend. Cremig. So, und die letzte Tomate, die wir haben, ist die? Das ist die Big Rainbow. Auch eine Fleischtomate, so gelblich, orange und ein bisschen rot. Stimmt. Sind nicht so viele Früchte dran an der Pflanze? Nee, sind ein paar oder? Weniger. Nicht so ertragreich. Aber wenn sie schmeckt. Ja, also mir schmeckt die hier auch. Fast noch ein bisschen besser als die. Hat etwas weniger Säure. Wobei die jetzt nicht sauer war, aber leicht, ja, also ein bisschen süßlicher. Wie findest du die? Also mir hat jetzt die Lila Sari eben besser geschmeckt. Die war süßer, ein bisschen mehr Säure. Die war jetzt ein bisschen so, ja, sie geht, aber nichts Besonderes. Sehe ich eigentlich so ähnlich. Also die Lila Sari hat ein bisschen mehr Säure, gleichzeitig ein bisschen mehr Zucker. Und die wirkt vielleicht jetzt im ersten Moment ein bisschen süßer, aber das kommt aufgrund der fehlenden Säure. Seht ihr, so sind die Geschmäcker verschieden. Also ich finde die jetzt ein bisschen besser.
Ja, was sind denn überhaupt Kriterien, die man bei einer Tomate feststellen kann? Weil einfach so, oh, die ist lecker, das ist ja jetzt nicht, da haben wir ja alle so einen subjektiven so ein Geschmacksempfinden. Das eine ist die Konsistenz, genau. Gehört ja ein bisschen mit zum Geschmack. Also mehlig, fest, dann die Skala von süß bis sauer. Die trocken sind oder mehr. Aber vor allem das Zucker-Säure-Verhältnis, das ist wichtig. Ne? Also wenn jetzt eine reine, die nur süß ist, dann okay, das schmeckt dann erstmal süß, aber es ist nichts mehr dahinter. Ne? Also es muss ein ausgewogenes Verhältnis sein von Zucker und Säure. Und dann, das macht eigentlich dann neben dem Aroma den Hauptgeschmack aus. Soweit das Tomatengemetzel hier. Wollt ihr noch andere Sorten von uns verkostet sehen, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Ist ja vielleicht auch total langweilig, ne? Wir essen hier was, aber auf der anderen Seite ist es natürlich möglicherweise eine Hilfe, drei Meinungen zu einer Sorte zu haben als Entscheidungshilfe. Ihr habt allerdings auch noch die Möglichkeit, die Sorten hier alle selber zu probieren, jedenfalls wenn ihr hier in der Nähe wohnt. Aber dazu machen wir jetzt noch ein kurzes Werbevideo, wird das, weil wir dann eine Veranstaltung ankündigen. Werde ich am selben Tag wie dieses Video rausbringen. Ja, soweit zur ersten Folge unserer Verkostung. Sind auf jeden Fall alles Tomaten, die Geschmack haben. Schmecken meilenweit entfernt, sogar die hier, die nicht sagen, so gut. Da war keine, die unter Supermarktniveau war. Mhm. Ja. Also alle eigentlich eine Ecke besser, wenn wir auch ein bisschen verwöhnt sind. So. Ja gut, ja. Einige natürlich herausragend. Also ich fand die erste war mit so am besten, die Blush hier nochmal. Die ist immer noch Platz 1. Ich glaube, die wächst nächstes Jahr in ganz vielen Gärten. Oh ja. Gut, wir machen jetzt noch das zweite Video, dann essen wir hier ein bisschen was. Du hast hoffentlich ein bisschen Salz im Haus, oder? Wir haben auch ein bisschen Salz, ja. Ich habe für dich extra ein 5-Kilo-Paket geholt. Ich esse kein Streusalz. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare. Noch was? Ja, empfehlt diesen Kanal weiter. Genießt eure Tomaten und ja, hoffentlich dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.